Es war das mittlerweile 35. Herbstkolloquium der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht, diesmal mit dem Thema der Verteidiger und sein Mandant. Der Mandant definiert den Weg zum Verfahrensausgang, so der Auftaktvortrag. Der Mandant kann auf Verteidigungschancen verzichten, etwa um eine öffentliche Hauptverhandlung zu vermeiden oder Zeugen zu schonen. Er kann seine Alkoholisierung verschweigen wollen und damit auf Strafmilderung verzichten. Eine Dame als Entlastungszeugin unerwähnt lassen, weil die Strafe, die ihm ihretwegen zu Hause droht, härter ist als alles, was er aus dem Gerichtssaal zu erwarten hat. Der Blick von außen gewürzt mit vielen Zitaten, unter anderem die Beobachtung einer Journalistin in der Zeit. Sie piesacken Richter, Staatsanwälte und Kriminalbeamte. Die Meister der Strafverteidigung kämpfen mit provokanten Fragen und spektakulären Auftritten um ein kostbares Gut, das Recht eines Beschuldigten. Die Bitte aus dem Publikum, auch nachdem die Stärkung der Verteidigung im Ermittlungsverfahren aus den Änderungen im Gesetz wieder gekippt wurde. Da würde ich mir wünschen, dass wir uns als diejenigen, die zum Rechtsstaat der Justiz gehören, im Diskussionsprozess des Gesetzgebers nicht auseinanderdividieren lassen, sondern im Gegenteil gemeinsam streiten. Und dann sagen, okay, wir haben alle unsere Position dort und dass das im Gesetzgebungsprozess dann auch Niederschlag findet. Das Miteinander bei allen Unterschieden sei wichtig. Die Antwort dazu. Wir diskutieren das natürlich, solche Gesetzgebungsvorhaben, natürlich auch immer unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität. Und wir haben diesbezüglich zwangsläufig, denke ich, eine andere Sichtweise auf das Verfahren, als es die Strafverteidiger haben. Am Nachmittag dann die Debatte in den Foren, Sektion 1 zum Thema anwaltsvertraulich. Was heißt das überhaupt? Kommunikation, eine Korrespondenz meinetwegen von Anwalt zu Anwalt. Einer sagt, das ist anwaltsvertraulich und er meint damit, informiere deinen Mandanten davon nicht, jedenfalls nicht vollständig. Wir bleiben in Sektion 1, die Vertretung des Angeklagten durch die Verteidigung. Ein weites Feld, auch hier gilt, es kommt auf den Einzelfall an. Die übliche Verteidigervollmacht, so sie denn vorgelegt wird, ermächtigt den Verteidiger nicht zur Vertretung des Angeklagten, sondern hierfür bedarf es einer ausdrücklichen Vollmacht. Genügen soll allerdings jede schriftliche Erklärung des Angeklagten gegenüber dem Gericht, soweit sich aus ihr ergibt, dass der Verteidiger ihn wirklich vertreten soll. Und wenn der Mandant in Insolvenz gerät, für Verteidiger ist es nicht gerade unerheblich, dass auch dann ihre Forderungen beglichen werden und nicht in die Insolvenzmasse gehen. Aber wie verhält es sich im Zuge der Ermittlungen? Allerdings treffen den solventen Mandanten, anders als den insolventen Mandanten, weder an der einen noch an der anderen Front irgendwelche Mitwirkungspflichten. An der staatsanwaltschaftlichen darf er von Anfang bis Ende ohnehin schweigen. Ob das immer klug ist, ist eine andere Frage. Und an der zivilrechtlichen kann er, zumindest theoretisch, die Dinge auch erstmal auf sich zukommen lassen, denn beweispflichtig ist der Gegner des Mandanten, also der Anspruchsteller, der seine Anspruchsvoraussetzungen nachweisen muss. Wir springen in Sektion 2, Mandantenwille und Verteidigung. Für die Entscheidung über das Wie der Vornahme einzelner Handlungen zur Verteidigung muss der Verteidiger nicht nur unabhängig von dem Willen des Mandanten agieren können, vielmehr wäre es aufgrund des im Idealfall deutlichen Expertiseüberschusses schlicht absurd, den Verteidiger drastisch ausgedrückt dazu zu zwingen, sich seine Schriftsätze und mündlichen Erklärungen von seinem Mandanten diktieren zu lassen, wenn jener zu diktieren wünscht. Wie der Extremfall unterschiedlicher Willen aussehen kann, haben wir im NSU-Verfahren erlebt. Es war beklemmend. Man erlebte ein offen zutage getretenes Zerwürfnis zwischen der Angeklagten und ihren drei Ursprungsverteidigern. Ein regelrechter Kontaktabbruch war offensichtlich. Wie verhält es sich bei der Übernahme der Verteidigerkosten durch Dritte? Ein Unternehmen wird dies immer unter Vorbehalt stellen. Nämlich dahingehend, dass ich einen Rückzahlungsanspruch wie bei den BMI-Rundschreiben geltend mache, wenn sich im Nachhinein rausstellen sollte oder im Nachhinein eine Schuldfeststellung getroffen wird oder das Unternehmen zu dem Ergebnis kommt, dass Schadenersatzansprüche gegen den Mitarbeiter zu stellen sind. Tag 2 des 35. Herbstkolloquiums der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht begann mit dem Thema Mandant und Datenschutz. In der Praxis ziemlich schwierig. Und es wäre ja wohl auch etwas eigenartig, wenn man in dieser doch sehr schweren Situation als erstes mit dem Mandanten darüber sprechen würde, dass man, nehmen wir mal die Haftsituation, die personenbezogenen Daten des Mandanten
von seiner Familie bekommen hat und dass man deswegen verpflichtet ist, nach 14 Datenschutzgrundverordnung ihn darüber zu informieren, von wem und warum er die Daten bekommen hat und im Übrigen, dass er das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung und dass er selbstverständlich, weil er diese Daten natürlich nicht selbst eingewilligt hat, dass er auch das Recht des Widerspruchs nach Artikel 21 Datenschutzgrundverordnung hat. Ich glaube mir, dass in einer solchen Situation der potenzielle Mandant sich sehr schnell überlegen würde, ist das der richtige Verteidiger für mich? Der Blick von außen auf das Verhältnis Verteidiger und Mandant aus der Sicht eines Psychoanalytikers. Das Ergebnis aus diversen Seminaren. Konstant hielt, war, dass der Verteidiger offensichtlich eine starke narzisstische Persönlichkeitskomponente hat. Sie waren alle sehr expansiv. Ja? Einer sagt, wenn ich reinkomme, ja, dann gucken die schon alle. Ja? Ich bin der Chef im Ring. Ja? Also meine Außenwahrnehmung war manchmal doch jämmerlich anders, aber, aber immerhin, es war so die Selbstwahrnehmung. Bewegende Momente bei der Verleihung des Ehrenpreises Pro Reo für eine Kollegin aus der Türkei. Die Rechtsanwältin und Strafverteidigerin vertritt in Istanbul viele Oppositionelle, was ihr den Vorwurf der Unterstützung oder gar Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingebracht hat. Sie saß 5 Monate lang in Untersuchungshaft und berichtete in ihrer Erwiderung über ihre Arbeit in Istanbul. Unbeeindruckt von den ihr drohenden persönlichen Nachteilen und Gefahren, setzt sie ihre Arbeit für ihre Mandanten unter sich ständig verschlechternden rechtlichen Bedingungen fort. Dafür gebührt ihr höchste Anerkennung, hatte die Jury in ihrer offiziellen Begründung geschrieben. Pakt für den Rechtsstaat, Beschleunigung, Vereinfachung, Wahrheitsfindung, so war die abschließende Podiumsdiskussion überschrieben. Dazu einige Ausschnitte, beginnend mit dem Blick nach Norwegen und der Bündelung der Nebenkläger. Wenn Sie sich diesen Norweger-Fall anschauen, wenn jedes Opfer dort mit einem Nebenklägervertreter gewesen wäre, dann wäre das Verfahren vermutlich nie zu Ende gekommen, wenn jeder auch nur zu jedem Beweisantrag sich hätte äußern wollen. Dort bündelt man auch und insofern fände ich es gut, wenn man auch bei uns bündeln könnte, entsprechende Rechtsprechung gibt es auch. Auch die Staatsanwälte leiden unter unkommunikativen Richtern. Auch die Staatsanwälte sitzen im Prozess und wissen nicht, was die Strafkammer vorne für Überlegungen hat, wie sie den Prozessstand sieht, sodass also die Staatsanwälte uns als Richterbund kein Platzett gegeben haben, bei den Beweisanträgen recht viel abzuknapsen. Aber ein wesentlicher Garant für die Rechtsstaatlichkeit, nämlich die Anwaltschaft, wird an diesem Pakt nicht beteiligt. Das kommt auch nicht von ungefähr, denn was konkret auf dem Gebiet des Strafverfahrensrechts geplant ist, richtet sich fast ausschließlich gegen die Verteidigung und ihre Rechte. Das heißt sozusagen, die Strafverfolgungsbehörden suchen ja durchaus direkten Kontakt mit Journalisten, kommunizieren direkt über Strafverfahren und das Ganze auch noch unter dem Signum der Vertraulichkeit. Das geschieht häufig, das ist für Sie als Verteidiger nicht nachvollziehbar und hier sehe ich ein dringendes Desiderat für mehr Transparenz. Dieser kleine Film erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, deshalb haben wir die Mitgliederversammlung an dieser Stelle nur kurz bebildert und fassen das IT-Forum nach der Tagung ebenfalls in der gebotenen Kürze zusammen. Fazit, auch die Kriminalität wird digitaler. Es gibt Studien der Vereinten Nationen, die davon ausgehen, dass die weltweite Ertragslage der Drogenkriminalität ungefähr der Ertragslage im Bereich der Cyberkriminalität entspricht. Und wenn Sie dann bei einer sozusagen kriminell-kaufmännischen Betrachtung Ertrag und Risiko nebeneinander stellen, dann ist sehr einfach nachvollziehbar, dass wir immer mehr Bestrebungen sehen, Kriminalität in den digitalen Bereich zu verlagern. Wichtig für die Nutzung der Cloud. Amazon und Google sagen beide, dass ihr Geschäftsmodell so ist, dass sie die Daten eines Nutzers nicht auf einem Rechenzentrum, also auf einem Server in einem Rechenzentrum speichern, sondern die verteilen die Daten. Und erst beim Abruf der Daten durch den Cloud-Nutzer werden die zusammengeführt und zur Verfügung gestellt. Nach dem Herbstkolloquium ist vor dem Frühjahrssymposium im Mai 2019 wieder auf dem Petersberg.